YouTube. EXO ist live hier am Start. Ich bin der Epic Möhre. Und der liebe Selection ist auch am Start. Ja, wir wollten euch heute unsere Meinung mitteilen zur Call of Duty Serie. Genau. Im Hintergrund sind hier ein Gameplay MW3 von mir. Das ist ein Morb Gameplay, Bodenangriff auf C-Town. Ja, den Rest seht ihr ja. Ja, wollen wir gleich mal anfangen, Selection? Natürlich, hau mal rein. Jo, fangen wir mal mit MW1 an. Also wir sagen jetzt nur die Multiplayer, denn das ist ja das Interessante. Und ja, MW1, natürlich der Baustein der Call of Duty Serie, kann man so sagen, ja. Eigentlich. Womit alles angefangen hat. Und ja, was soll man dazu sagen? Einfach nur perfekt. Es hat alles damit angefangen, die Killstreaks chillig, die Waffen chillig. Jo. Alles hat perfekt gestimmt. Hat auch schon richtig gesuchtet. Und ja, viel kann man jetzt nicht sagen. Vielleicht waren die Granaten ein bisschen overpowered und so. Ja. Aber ansonsten. Bei mir hat der Multiplayer von MW1 auch recht gut gefallen. Es war halt auch wieder cool, dieses einfach nur 3, 5, 7, also ganz normal 3 Killstreaks und dann war es das. Keiner hat so übertrieben auf seine Killstreaks gecampt. Es war einfach reines Waffenbashing und ja, es war echt richtig nice. Ja, und das war auch so, da wollte keiner keinen abfacken, so mit irgendwelchen Sachen runterschießen, mit Stingers oder so, gab es ja nicht mal da. Ganz normal spielen einfach. Einfach nicht Leute suchen, weil sie eine High Streak haben, einfach nur chillig, jeder hat normal gespielt, einfach perfekt. Genau, da gab es dieses Wort Tryhard noch gar nicht. Ja, und ja, zu World at War. Zu World at War, das war eigentlich mein erstes COD. Und ja, das fand ich richtig chillig, also das war auch richtig nice, da fallen mir auch keine negativen Sachen ein eigentlich. Ja. Die Waffen chillig, die Killstreaks, die Hunde waren mal neu, das war auch geil. Und ja, das war eigentlich auch nice. Das war wieder auch so ein weiterer Grundstein, der für die weiterfolgenden CODs war. Halt auch mit den Hunden, die waren ja auch in mehreren COD-Teilen, waren die als Killstreak, sagen wir mal, verfügbar. Und ja, ja, war schon echt nice. Ja, zum Zombie-Modus wollen wir jetzt nicht eingehen. Ja. Weil ich denke mal, jeder kennt das, also wir lieben den Zombie-Modus. Jeder feiert den Zombie-Modus. Braucht man nicht viel zu sagen, der ist eigentlich perfekt. Ja. Und ja, weiter zu MW2 natürlich, das beste COD, unserer Meinung nach. Und da, am Anfang waren das die Traumzeiten, ne? Da hat keiner abgefuckt, genoobtubed, die Anfangszeiten. Oh. Ich wäre da gerne bei den Anfangszeiten dabei gewesen, nur leider habe ich das Spiel, glaube ich, erst ein Jahr später angefangen, da. Weil da ging eigentlich so richtig meine COD-Karriere, sag ich jetzt mal, los. Also, und da war ich auch noch richtig der Noob, also trotzdem hat mir das Spiel Spaß gemacht, aber. Ja, also ja. Bei mir, ich war ja der übelste Noob am Anfang, hab gern kassiert, aber das Spiel hat so gebockt. Ja. Da habe ich noch mit Care Package Vorräten gespielt, damit ich meinen Chopper oder so bekomme, das war richtig nice und ja, das hat schon richtig gebockt. Und später, als man die Gameplays auf YouTube gesehen hat, dann wollte man auch mal die Nuke erreichen und so, aber es kam alles später. Und ja, perfekt einfach nur. Ja, das sehe ich auch so. Einfach alles perfekt. Danach wisst ihr ja, wie es jetzt ist mit NoobTube und Cheater auf PS3 und PC, ja. Glaube ich. Weiß ich nicht, auf PC. Aber auf PS3 auf jeden Fall. Vielleicht sind es einige weniger geworden, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf Xbox noch spielbar, aber wegen der GenoobTube und Gekämpfe vielleicht, glaube ich. Ja, ist das kaum noch spielbar. Und auf der Xbox ist es auch übertrieben mit den Snipern. Also echt, die spielen da echt um ihr Leben, die Sniper. Ja, das war es eigentlich zu MW2 zum Besten. Ja. Machen wir weiter mit Black Ops 1. Oh, Black Ops 1. Nee. Das habe ich richtig gemocht. Also MW2 so oder so. Aber Black Ops 1 habe ich richtig gemocht, weil das war mein erster COD, wo ich richtig abging. Und ich wusste nicht mal, was abgehen heißt und bin einfach abgegangen quasi. Und Hunde nach der nächsten rufen. Also immer Hunde reingerufen und ja. Gute Highscores, aber natürlich nicht aufgenommen, weil einfach nur just for fun. Ja. Schade, dass wir da keine Gameplays haben, aber das war auch schon richtig chillig. Bei mir war es ja eigentlich genau das Gegenteil, weil ich hatte Black Ops 1 sogar noch 3-4 Tage vorher gehabt. Also bevor der Release war, hätte ich eigentlich richtig gut suchten können und auch schon was starten können. Nur leider hat mir das Spiel einfach absolut gar nicht gefallen. Also ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, vom Gameplay war es so komisch, von den Streaks war es komisch. Einfach von der ganzen Spielweise war es halt komplett anders als so MW2 und so. Aber jetzt muss ich sagen, zu der jetzigen Zeit macht es mir halt so richtig Spaß, so, weil man halt so Black Ops 2 spielt und halt so die ganzen anderen Games so. Also man gewöhnt sich halt so daran. Also bei mir war es so, es war echt so ein
Gewohnheitsspiel für mich. Also ich brauchte echt so ein bisschen, bis ich da echt reinkam. Ja, das Negative an Black Ops 1 war halt natürlich Last Stand, sag ich mal, oder Second Chance. Boah. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, aber das hat gut schon abgefuckt. Und was war da noch schlecht? Eigentlich nicht so viel. Die Killstreaks könnten besser sein. Ja. Wohnen sie auch besser mit Black Ops 2, dazu kommen wir ja gleich. Aber ansonsten, ja, für mich ganz okay. Im Gegensatz zu MW2, wir sind dann später auch wieder zu MW2 gewechselt, weil es ein bisschen mehr gesuchtet hat. Ja. Da kommen wir auch zum Nachfolger, zur MW3. Ja, am Anfang... Es wurde ja ganz schön heftig gehypt. Also, ja, das war richtig heftig gehypt. Also der Hype, der war richtig heftig. Und wir wurden auch von den Hype mitgezogen. Ja, und wir hatten so große Erwartungen an das Spiel, das wird so perfekt. Und weiß ich nicht. Endlich wieder ein neues Modern Warfare, richtig geil, Räder durchgedreht und ja, und dann kam's raus. Ja, zwei Wochen, also am Anfang des Releases, ja, haben wir zwei Wochen gut gesucht, hat uns gefallen, aber dann haben wir halt die negative Sachen gesehen, die uns abgefuckt haben mit den Support Streaks. Ja, vor allem die Support Streaks. Boah, die Support Streaks, und da haben die auch gesagt, es gibt kein Last Stand. Ja, es gibt aber Last Stand mit Dead Man's Hand. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, wir haben immer die englische Version gezockt. Ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und dann gab es noch Final Stand, das hat richtig abgefuckt, aber am Ende gegen wurde es chilliger. Ich weiß nicht warum, weil dieses Spielen auf Moab gebockt hat. Ja. Vor allem Dings hier, der Specialist macht richtig Spaß, mit dem zu spielen. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir gleich rüber zu Black Ops 2. Black Ops 2 am Anfang gehasst, also hat schon Bock gemacht, es hat richtig Bock gemacht. Es war schwierig, wollen wir mal sagen. Am Anfang gab es halt diesen Lag quasi, es hat so heftig geleckt. Ja. Aber dann, als er gepatcht worden ist, hat das Spiel richtig Bock gemacht. Das war, glaube ich, das erste Spiel, was wir sofort gesuchtet haben auf Prestige Master. Ja. Boah, das Spiel war genial eigentlich. Wirklich komplett durch bis zum Prestige Master. Und Multiplayer sind wir auch ziemlich abgegangen. Ja, und bei Black Ops 2 muss ich auch sagen, das war echt das erste COD, wo ich mein erstes 100 Plus geschafft hatte. Und boah, also als ich das hinbekommen hatte, ich war echt absolut fertig mit der Welt. Und auch so die ein oder anderen Nuklears haben wir da auch gerissen. Also das war echt so das erste COD, wo wir so richtig, richtig heftig abging. Also bei MW2 und so hatten wir auch schon unsere Nukes und so, aber bei Black Ops 2, das war echt so das Spiel, ne? Und dann echt alles auseinandergenommen. Ja, das war richtig chillig und zum Zombie-Modus braucht man ja nichts zu sagen. Ja, das ist immer cool, so die Zombie-Modus so zum ersten Mal zu spielen mit den ganzen Busfahren und alles, ey. Ja. Das war echt schon lustig. Und Black Ops 2 macht immer noch, jetzt immer noch Bock. Ja. Das ist einfach krass. Es gibt natürlich Abfucker mit C4, natürlich wie Noobtuber, die mit Sprengsätzen irgendwie Kills machen, das gibt's immer. Irgendwelche Sprengsatz-Noobs, Sprengsatz-Noobs oder keine Ahnung, wie man die nennen will. Ja, ist auch egal. Sowas spielen wir ja nicht. Aber ansonsten, ja, war's das zu Black Ops 2. Also, was ich noch sagen wollte zu Black Ops 2, es ist echt, wenn man die ganze Zeit COD AW spielt, müsst ihr euch mal selber geben und dann mal Black Ops 2 spielen. Es ist einfach so befreiend, dieses Gefühl einfach. Das ist einfach Hammer. Ja gut, ja. Dann wollen wir jetzt auch weitergehen. Ja, Ghost brauchen wir nicht viel zu sagen, das habe ich nicht mal vorbestellt, das wusste ich schon, das Infinity Ward gibt es ja nicht mehr richtig, könnten eigentlich den Namen ändern, da haben wir nicht mal vorbestellt, Camper verseucht, ihr wisst ja alles, ja. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen, zu CODAW folgt ein Video, würde ich sagen, ne? Weil das Video naht sich dem Ende, und ja, wir werden unsere Meinung zu CODAW noch äußern, ja. Da seid mal gespannt auf unsere Meinung, ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, dann bitte ein Abo da lassen. Ansonsten, das war's, ne? Ja, dann haut rein, habt noch einen schönen Tag und jo, haut rein. Bis zum nächsten Mal.